Hallo und herzlich willkommen, liebe YouTubers, zu Papa erklärt. Heute zeige ich euch mal mein schönes Hausrezept für American Hamburger Buns. Das sind die schönen Hamburger Brötchen nach Papas Art. Das ist im Prinzip mein Rezept und das habe ich so für mich selber rausgefunden. Ideal, wenn man zu seinem Barbecue die schönen selbstgemachten Hamburger Brötchen haben möchte. Dafür nimmt man einmal 170 Gramm bzw. 170 Milliliter Milch. Und diese Milch, die stellen wir kurz in die Mikrowelle. So ca. 20 bis 30 Sekunden, damit die Milch lauwarm ist. Die darf nicht heiß sein, da wir dort nachher unsere Hefe mit untermischen. Und wenn die Milch zu heiß ist, dann stirbt die Hefe ab. Das wollen wir natürlich nicht. So, als nächstes kommt das Weizenmehl. Und zwar brauchen wir davon 400 Gramm. Das schütten wir jetzt einfach hier in die Schüssel rein, bis wir es zusammen haben. Als nächstes 20 Gramm Butter. Und ein Ei. Einfach draufschlagen, so. Dann brauchen wir noch einen Teelöffel Salz. Und unerlässlich für die süßen kleinen Hamburger Brötchen, zwei Esslöffel Zucker. Das ist auch gut für die Hefe, damit das schön gut aufgeht. Und das verleiht den Brötchen auch diesen süßlichen, schönen Milchbrötchen-Geschmack. Dann kommt noch dazu ein Esslöffel Olivenöl. Es gibt auch Leute, die nehmen zum Beispiel statt der Butter nur Olivenöl oder nehmen nur Butter. Allerdings, wenn man nur Butter nimmt, dann geht das eher in Richtung Croissant. Ist mir eigentlich ehrlich gesagt ein bisschen zu viel. Dann kommt als nächstes eine halbe Frischhefe, das sind so ungefähr 20 bis 25 Gramm. Ich glaube, eine Frischhefeverpackung hat so insgesamt 47 Gramm, also einfach die Hälfte nehmen und in der vorher angewärmten Milch einfach auflösen. Also so lange rühren, bis sich die Hefe komplett mit der Milch vermischt hat und dann geben wir das einfach dazu, zu unserem vorgefertigten Teig. Jetzt müssen wir es einfach nur gut durchkneten, bis der Teig halt so geformt ist. Und dann decken wir den mit einem Tuch ab, wie man es schon von Oma kennt. Und lassen den 60 Minuten in Ruhe an einem warmen Ort stehen. So, Timer stellen. 60 Minuten und ab dafür. So, wenn der Teig fertig ist, dann legt ihr ihn einfach länglich auf ein Backblech und schneidet 8 gleich große Teile daraus. Jetzt hier nicht stören lassen, ich weiß, einige sind nicht gleich groß, das kann man nachher ausbessern. Dann macht ihr mit der Hand 8 Kugeln daraus. Und diese Kugeln, die drückt ihr dann mit der Hand platt. Kann sogar noch etwas platter sein als die, die ich jetzt hier da liegen habe. Also richtig schön platt drücken. Dann heizt ihr euren Ofen vor bei 170 Grad Ober- und Unterhitze. Das ist ganz wichtig. Weil nur da gelingt das gut. Da sieht man es schon, da wachsen die schönen Buns schon ran, schön. Ah, das riecht echt gut. Also man kann es zwar hier jetzt nicht riechen, aber ihr werdet sehen, es duftet. Ja, und dann sind die Dinger schon fertig. Ab aus dem Ofen nehmen, anschneiden, etwas abkühlen lassen und dann nach Wunsch belegen. Schön euer Fleisch drauf klatschen, eure Salate, eure Soßen, alles das, was einen guten Hamburger oder Cheeseburger ausmacht. Guten Appetit wünsche ich euch dann noch. Und bis zum nächsten Mal.